allzu erfreulich war dieser Tag, diese erste Halbzeit für den Heider SV noch nicht. Vielleicht ändert sich das Ganze jetzt. Wir kommen zur Auslosung des Halbfinals, der Halbfinalbegegnung im SAV Lotto-Pokal. Und da ist der Heider SV als klassenniedrigster Verein als Schleswig-Holstein-Ligist noch vertreten. Außerdem mit in der Verlosung der VfB Lübeck aus der Regionalliga sowie der SV Eichel, ebenfalls Aufsteiger in die Regionalliga. Und dann haben wir noch ein letztes ausstehendes Viertelfinalspiel, das wird am 20. August ausgetragen zwischen dem ETSV Reiche Flensburg und Drittliges Holstein Kiel. Ich darf ganz herzlich an meiner Seite begrüßen den SAV-Präsidenten Hans-Ludwig Meyer und Dirk Schröder, den Spielleiter des SAV Lotto-Pokals. Die beiden Herren werden jetzt die Auslosung vornehmen. Ich bitte Sie zur Tat zu schreiten. Der SV Eichede gegen den Heider SV. Das heißt, der Heider SV hat ja noch ein bisschen Heimrecht. Ja! So, das heißt auch, es könnte wieder zum Duell Holstein Kiel gegen den VfB Lübeck im Halbfinale kommen. Wieder einmal, aber auch der ETSV Reiche Flensburg ist noch im Rennen. Der VfB Lübeck. So, jetzt geht hier hoffentlich alles mit rechten Dingen zu. Das sieht gut aus. Gegen den Sieger der Partie Reiche Flensburg, Holstein Kiel. Gut, fassen wir nochmal zusammen. Die beiden Halbfinalisten im SAV Lotto-Pokal. Der Heider SV empfängt den SV Eichede und der VfB Lübeck tritt auf den Sieger aus der Viertelfinalbegegnung zwischen dem ETSV Reiche Flensburg und Holstein Kiel.